Water Safety Plan – Risikoabschätzung. Trinkwasser muss hinsichtlich Geschmack, Geruch und Aussehen einwandfrei sein. Es darf keinerlei Krankheitserreger oder gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. Die Risikoabschätzung erkennt und gewichtet dabei mögliche Gefährdungen und Gefährdungsereignisse, die in der Wasserversorgung auftreten können. Ein Risiko im Sinne des Water Safety Plan Konzepts ist der Verlust oder die Beeinträchtigung der Gesundheit der VerbraucherInnen, der sensorischen Qualität des Trinkwassers oder der technischen Versorgungssicherheit. Zum Beispiel durch das Eindringen von Tieren in Hochbehälter, eine erhöhte Eisenkonzentration im Trinkwasser oder Funktionsstörungen bei Maschinen durch Korrosion. Bei der Risikoabschätzung ermittelt das Water Safety Plan Team für jede Kombination von Gefährdung und Gefährdungsereignis die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß. Die Kombination dieser beiden Größen ergibt das Risiko. Dafür verwendet das Water Safety Plan Team eine Risikomatrix. Eine häufige Eintrittswahrscheinlichkeit in Verbindung mit einem hohen Schadensausmaß ergibt ein hohes Risiko. Eine seltene Eintrittswahrscheinlichkeit in Verbindung mit einem geringen Schadensausmaß ergibt ein geringes Risiko. Ein Beispiel: Das regelmäßige Ausbringen von Gülle als Dünger und das Versickern der Ausscheidungen von Weidetieren nach Starkregen hat eine häufige Eintrittswahrscheinlichkeit. Das mögliche Eindringen von Krankheitserregern kann unmittelbar die Gesundheit der versorgten Bevölkerung beeinträchtigen und hat deshalb ein hohes Schadensausmaß. Dementsprechend besteht hier ein hohes Risiko für unser Trinkwasser, das zeitnah behoben werden muss. Wichtigstes Kriterium für das Schadensausmaß einer Gefährdung ist die zu erwartende Auswirkung für die Gesundheit der VerbraucherInnen. Folgende Faktoren sind dabei zu beachten. Wie stark hat sich die Trinkwasserqualität verändert? Wie lange entsprach das Trinkwasser nicht den notwendigen Qualitätsanforderungen? Und wie viele Personen haben in diesem Zeitraum das Trinkwasser verwendet? Um die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses zu bewerten, schätzt das Water Safety Plan Team ab, wie oft das Ereignis auftritt oder wie wahrscheinlich es auftritt. Sind alle Risiken abgeschätzt, müssen entsprechende Maßnahmen festgelegt werden. Diese können einmalig getroffen werden, wie zum Beispiel die Sanierung eines defekten Brunnenkopfes oder die Auslagerung von gefährlichen Gütern aus einem Lagerhaus im Einzugsgebiet. Oder sie können fortlaufend sein, wie zum Beispiel die Filtration oder UV-Desinfektion des Trinkwassers in Aufbereitungsanlagen. Durch die Risikoabschätzung ist das Water Safety Plan Team in der Lage, Gefährdungen und Gefährdungsereignisse miteinander zu vergleichen und zu priorisieren, sowie sinnvolle Verbesserungen und notwendige Investitionen zu empfehlen. Weitere Informationen zur Risikoabschätzung des Water Safety Plan finden Sie auf www.umweltbundesamt.de.